Tag zusammen. Eine kleine Rechenübung zur Vektoranalysis. Und zwar folgendes Vektorfeld sei gegeben. Wir haben ein Vektorfeld f, das hängt von x, y und z ab. Das hat folgende Form. Das ist x plus Alpha mal y, dann y-Komponente ist y plus Beta mal x. Und in der z-Komponente steht z und Alpha und Beta seien Konstanten. So, und nun soll Folgendes gemacht werden. Als erstes soll A und Alpha und Beta sollen so bestimmt werden, also zu bestimmen sind Alpha und Beta, so das gilt, dass die Rotation des Vektorfeldes verschwindet. Das ist der erste Aufgabenteil und dann Aufgabenteil B. Es soll ein Skalarfeld berechnet werden, also Ermittlung eines Skalarfeldes. Skalarfeldes Phi von x, y und z mit, und jetzt soll das gelten, dass der Gradient dieses skalaren Feldes gerade dem Vektorfeld entspricht, unter der Bedingung natürlich, dass die Rotation dieses Vektorfeldes verschwindet. Also, jetzt können Sie das Video einmal pausieren und versuchen, die beiden Teilaufgaben zu lösen. Und dann zeige ich gleich, wie der Rechenweg funktioniert. Also im ersten Schritt, was soll gemacht werden? Im Aufgabenteil A, wir sollen die Rotation des Vektorfeldes bestimmen. Also machen wir das mal. Wenn der Nabla-Operator Kreuz F. Wie sieht das jetzt aus? Wir haben also die partielle Ableitung nach x, nach y und nach z. Kreuz, und dann haben wir jetzt hier x plus Alpha mal y, y plus Beta mal x und z. So, jetzt führen wir diese Operation aus. Das heißt also, in der x-Komponente ist es dy nach dz, nach z, das ist 0, minus, und dann haben wir hier dz nach der y-Komponente. Da steht jetzt kein z, das heißt, wir haben auch hier eine 0 stehen. In der y-Komponente, was müssen wir da machen? Da haben wir die partielle Ableitung nach z der x-Komponente. Das ist 0. Minus, und dann haben wir in der z-Komponente die x nach z. Auch das ist 0. So, und dann im dritten Schritt, was haben wir da? Da müssen wir dann dx, die partielle Ableitung nach x, dieser Komponente, das ist Beta, minus, und dann haben wir hier stehen die partielle Ableitung von y nach der x-Komponente, das heißt, hier steht Alpha mit dem negativen Vorzeichen, ist also minus Alpha. Das ist also die Rotation f, und unsere Forderung war, dass das 0 ergeben soll, der Nullvektor sein soll. Nein, daraus folgt, dass Alpha gleich Beta sein muss unser Vektorfeld, damit die Rotation des Vektorfeldes verschwindet. Das heißt also, wie sieht unser Vektorfeld damit aus? F ist also x plus Alpha y, y plus Alpha x und z. Das ist also das resultierende Vektorfeld. Gut, nun im zweiten Schritt soll nun ein skalares Feld gesucht werden, Phi, mit der Bedingung, dass der Gradient dieses skalaren Feldes gerade unserer Vektorfunktion entspricht. Na gut, das heißt, wir schreiben auch diese Rechenvorschrift einmal auf. Das ist quasi gesucht ist jetzt hier dieses skalare Feld. Wir kennen das Vektorfeld, das heißt, wir müssen quasi rückwärts rechnen, wir müssen integrieren und quasi eine Stammfunktion finden. Das ist quasi das Potential, was hier zu diesem
Vektorfeld F gehört. Also gucken wir uns auch das einmal an. Wir haben also auf Kontakt B Nabla-Operator Phi soll gleich F sein, so ist unsere Bedingung. Na, das Phi kann jetzt abhängen von x, y und z. Das heißt, wir schreiben diese Rechenoperation mal aus. Was passiert also? Wir haben also in der x-Komponente stehen dx Phi, die y Phi in der y-Komponente und der z-Komponente die partielle Ableitung von z nach Phi. Das soll gleich x plus Alpha y, y plus Alpha x und z sein. So, das heißt, wir suchen jetzt eine Funktion Phi, die von x, y und z abhängen kann, bei der die partielle Ableitung nach x diesem entspricht, die partielle Ableitung nach y diesem Ausdruck entspricht und die partielle Ableitung nach z diesem Ausdruck. Dann machen wir das komponentenweise. Also, das heißt, schreiben wir das nochmal auf. Wir wissen, dx Phi soll gleich x plus Alpha y sein. Das ist jetzt ja die Schreibweise. Und wenn wir es mal umschreiben, das ist ja die partielle Ableitung nach dx. So, das heißt, wenn wir das jetzt also integrieren und die Stammfunktion finden wollen, dann haben wir also Phi ist also, wenn wir jetzt diese Funktion hier integrieren, x plus Alpha y nach x integrieren, wäre also x Quadrat mal 1/2 plus Alpha y x. Dadurch, dass ja hier kein x steht, das ist ja für die partielle Ableitung, das ist ja eine Konstante. Das heißt, die Stammfunktion ist Alpha y mal x an der Stelle. Plus, na jetzt bleibt noch eine Integrationskonstante übrig, die von y und z abhängt. Ja, denn wenn wir die jetzt ableiten, wenn wir diese Stammfunktion, die wir jetzt hier gefunden haben, nach x ableiten, das ist ja quasi die Probe, das nach x abgeleitet ist gerade x, das abgeleitet ist Alpha y und diese Konstante, die nur von y und z abhängt, die verschwindet bei der partiellen Ableitung nach x. Das heißt, wir haben jetzt schon mal eine erste Idee, wie die Stammfunktion aussehen kann. Analog können wir das jetzt auch machen für die y-Komponente. Das ist also die partielle Ableitung nach y unserer Funktion phi soll ja y plus Alpha x heißen. So, das heißt also in dem Fall, wie müsste da unser phi aussehen? Das wäre also dann 1/2 y Quadrat plus Alpha x mal y plus eine Integrationskonstante, die von x und z abhängt. Ja, und dann die dritte Komponente, wenn wir uns das auch noch angucken, d nach dz phi, das ist ja einfach z. Das heißt also, die Stammfunktion, das ist also einfach 1/2 z Quadrat plus eine Integrationskonstante, die von x und y abhängen kann. Denn auch hier wieder partielle Ableitung dieser Funktion nach z, da kommt hier aus 1/2 z Quadrat abgeleitet ist z und die Integrationskonstante verschwindet, weil sie nur von x und y ableitet, wenn wir diese Konstante nach z partiell ableiten. Naja, und aus dem Vergleich dieser drei Lösungen, die wir haben, erkennen wir direkt, oder lässt sich direkt unsere skalare Funktion phi ableiten von x, y und z. Nämlich, wir haben jeweils als eine Komponente dieses 1/2 x Quadrat plus y Quadrat plus z Quadrat stehen. Das heißt, das können wir schon mal aufschreiben. Das tritt jeweils auf x Quadrat plus y Quadrat plus z Quadrat. Dann haben wir diese Komponente stehen, Alpha x mal y. Hier steht ja das Gleiche. Die können wir also auch direkt aufschreiben. Alpha mal xy. Naja, und dann bleibt noch übrig eine Integrationskonstante c, die jetzt unbestimmt ist. Also das ist jetzt einfach eine konstante Zahl. Aber diese skalare Funktion, dieses skalare Feld hängt nun ab von x, y und z. Der Gradient dieses skalaren Feldes ergibt gerade unser Vektorfeld, was wir hier definiert haben mit den drei Komponenten. Das heißt, wenn man jetzt also diese Rechenoperation mit rückwärts ausführt, Nabla Phi, also Gradient unseres skalaren Feldes, ergibt genau unser Vektorfeld. Was ist die physikalische Bedeutung dahinter? Also, man kennt ja aus der Physik,
Das ist die Potentialfunktion. Und es ist jetzt so, wenn wir eine konservative Kraft haben, wie man das zum Beispiel beim elektrischen Potential und der elektrischen Feldstärke kennt, bei konservativen Kraftfeldern verschwindet die Rotation. Das ist die Bedeutung, die wir hier oben uns angesehen haben. Also unser Vektorfeld, was wir hier definiert haben, hat keine Rotation. Damit nennt man dieses Feld konservativ. Und dann gibt es immer eine Potentialfunktion, ein skalares Feld mit dieser Eigenschaft, dass der Gradient dieses Skalarfeldes gerade diesem Vektorfeld entspricht, immer unter der Voraussetzung, dass die Rotation dieses konservativen Feldes, der konservativen Kraft, verschwindet.